alles drauf. So, jetzt. Dann bist du in Skype drin, du wolltest es ja eh aufnehmen. Ja, ich versuche mal. Ich bin jetzt auf dem iPad. Das sollte. Das hast du dann in Skype drin stehen. Oh, okay. Muss ich mal sehen. Erzähl. Oh. Ja, es tut sich im Moment ziemlich viel, habe ich den Eindruck. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du bei unser letztes Gespräch, und das ist schon eine Weile her, ganz am Anfang gefragt hast, wie gefällt dir dein neuer Job? Und ich habe letzten Sommer eigentlich das Organisieren von Beerdigungen habe ich eigentlich hinter mir gelassen und habe dann angefangen mit dem Schreiben, also Abschiedsdienste. Und ich habe gemerkt, dass ich dieses Jahr sowohl professionell, also was Arbeit angeht, aber was noch viel wichtiger ist, im Allgemeinen, mein ganzes Leben, was mein ganzes Leben betrifft, viel mehr auf der Symbolebene tätig geworden bin. Ich auch in letzter Zeit, mir werden ganz viele Entsprechungen bewusst, ganz kleine Sachen. Zum Beispiel, ich habe meine eigentlich Freundin, wir sind fast 21 Jahre zusammen, die hatte vorgestern Geburtstag, die habe ich gefragt, ob sie mir heiraten möchte. Und das ist eigentlich diese Verbindung zwischen Mann und Frau. Dieses Verheiratetsein ist etwas Äußerliches, aber für mich ist das auch ein Symbol für etwas, was sich in mir abspielt. Ganz viele verrückte Sachen. Ich gehe einfach mal hin und her. Der jüngste Bruder meines Mutters wird jetzt ausgedacht in kürzer sterben. Und als ich das gehört habe, habe ich genau als wie das bei meinem Vater der Fall war, irgendwie das Gefühl gehabt, das läuft parallel mit bestimmten Entwicklungen in mir. Ganz verrückte Sachen. Ab und zu denke ich, stimmt das jetzt noch? Aber ich vertraue darauf. Im letzten Jahr hat sich was in dem Sinne geändert, dass mein einseitiges intellektuelles Interesse, das ist noch immer da, aber da ist auch eine Art Vertrauen dazu gekommen. Und ja, eigentlich eine Freude. Ich wollte einfach nochmal anrufen, zu sagen, dass es mir gut geht und dass es interessant ist. Es geht nicht um Intellekt. Nein. Martin, es geht überhaupt nicht um Intellekt. Intellekt führt dich von einer Sackgasse in die nächste Sackgasse. Ich sage mal, man zerbricht sich so den Kopf, was richtig und verkehrt ist. Mhm. Und du musst dir einfach nur bewusst machen, was ist. Ja. Das ist jetzt, ich gehe da immer wieder jetzt, du wirst ja merken, den Blindfeld-Vortrag, den neuen, da kommen ja noch ein paar Teile. Ja. Und ich muss immer wieder ausholen, selbst die Sprache ist nicht wichtig, wenn du mal wirklich begreifst, dass jegliche Form von Glauben dich in eine Sackgasse reinführt, wenn der Glaube blau ist. Das ist immer dieses A, U, B steckt damit drin, auch im Zauber. Die Schöpfung an aufgespannten Polarität. Mhm. Und wenn du dich reduzierst auf das, was hundertprozentig sicher ist, darum betone ich das immer wieder, es ist hundertprozentig sicher, dass du mit einer Information konfrontiert wirst. Und Konfront ist ja schon, die Front ist vor dir und es ist zusammengeschmissen. Es ist immer in dir. Und ich sage selbst, der Materialismus lehrt dich, es muss in deinem Kopf sein, dass du sehen kannst. Und der Denker und das Ausgedachte ist immer eine untrennbare Einheit, egal wo der Denker sich was hindenkt. Das, was du denkst, ist untrennbar mit dem Denker verbunden. Jetzt ist aber der Denker ja auch noch was Ausgedachtes. Das ist diese andere Hierarchie. Da muss einer da sein, der sich einen Denker ausdenkt. Auch ein ausgedachter Denker ist ein Objekt. Sobald du das jetzt begreifst, musst du wissen, dass der sich in Denker ausdenkt, auch wieder was Ausgedachtes ist. Und jetzt kommst du dann in die Lösung eigentlich von diesen zeitlichen Fragen, zum Beispiel, was war vorher? Alles, was ist, kann immer nur hier und jetzt sein. Von dem bewussten Geist aus gesehen. Und da kommt natürlich die Sache schon, wenn man meint, Bewusstsein ist was, was man besitzen könnte. Oder Geist ist etwas, was man besitzen könnte. Das ist eine Falle, Mann. Das kann man nicht besitzen, das kann man nur sein. Sein, ja. Das ist das eigentliche Sein. Und dann wirst du merken, alles andere sind ständig wechselnde Informationen. Das ist alles so logisch. Man muss sich fragen, was ist in mir drin? Was ist in mir drin, dass ich so fest an diesem Glauben festhalte, ja gar nicht mein Glauben ist? Mhm. Und ich gehe da immer wieder drauf ein, egal was du denkst, du erschaffst das, was du denkst. Jetzt rein als Denker, sobald ein Denker was denkt, erschafft er eine Information. Ob du das Information nennst, ob du das Gedanken nennst, ob das eine sinnlich wahrgenommene Information ist, da haben wir natürlich die vier Stufen der Vergessenheit.
Ich betone immer wieder, du hast an deinem Leben nichts zu verändern, das kannst du eh nicht verändern. Du kannst dein Leben so wenig verändern, so wie ein träumender Geist seinen Traum verändern kann. Aber der träumende Geist ist jetzt auch wieder was Ausgedachtes. Darum erwähne ich immer wieder, wenn du schon nicht in der Lage bist, ich erkläre es ja nur denen, der sich jetzt in den Matten ausdeckt. Denen erkläre ich das. Du bist nicht in der Lage, an dich selbst zu denken, ohne dich zu einem Gedanken von dir zu machen. Das heißt, sobald du an dich denkst, du nicht denkbarer Geist, wirst du zu einer Information und du sagst, das bin ich. Und alles andere bin ich nicht, dass du dir genauso ausdenkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und ich sage, bevor du dich jetzt schon, wenn du dich schon zu einer Information, zu einer vergänglichen Information machen musst, dann mach dich nicht zu einem Trockenhaus, zu einem Sterblichen, sondern zu einem träumenden Geist. Dann kannst du nicht mehr sterben, sondern musst noch wach werden. Aber jetzt erhebst du dich als der, der jetzt sagt, bewusst, ich denke mich jetzt, ich bin ein träumender Geist. Dann kannst du das beobachten und jetzt hast du diese Reihe, von der ich so oft erzählt habe, dass alles, was ich jetzt als träumender Geist denke, ist immer nur, wenn ich es denke. Ich kann es mir nicht raussuchen. Dann kann ich die Ursache dir klar machen, das ist der Intellekt, mein Schwamminhalt, den ich zurzeit denken muss. Bist du nur in der Lage, an einem Plados, an einem Plato oder an einem Einstein zu denken, wenn das in deinen Schwamminhalt drauf ist. Dann wirst du alles, was ein Platon denkt, der kann erst einmal nur von jemandem gedacht werden, der das in seinem Schwamminhalt drin hat. Darum mache ich dann immer gerne noch zwei parallel dazu die Metapher. Ich bin ein Computer. Alles, was in mir auftaucht, auf einem Bildschirm, der grobe Symbol, muss auf einer, im selben Moment auf einer tieferen Ebene als Daten oder Software vorhanden sein. Darum ist es egal, welchen Intellektuellen du dir denkst, welche Bibliothek du dir denkst. Kommt aus dir. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Solange du im Bereich ist sicher. Du musst dich lösen von dem Glauben, dass irgendwas jemals von außen in dich hineingeschaufelt wurde. Zweites gibt es kein Es gibt bloß dieses Zentrum mit unendlich vielen Möglichkeiten. Du musst es immer sehr einfach machen. Das sind Vereinfachungen von Vereinfachungen. Ich gehe dann gleich auf deine Erfahrungen jetzt ein. Dass deine Lebensqualität, die du Geist erlebst, nicht der Matt, nicht das Gehirn vom Matt, die wird extrem wachsen, wenn du merkst, dass du nichts verlieren kannst, sondern du verlierst dies in dem Moment, wo du dir das ausdenkst und du meinst, du hast damit nichts mehr zu tun. Geistlos ist eigentlich, hör einfach um meine Worte, wie präzise die sind. Wie geistlos ist eigentlich ein Denker, der sich etwas denkt und meint, er hat mit dem, was er jetzt denkt, nichts zu tun. Jetzt denk dir ein heliozentrisches Weltbild aus. Damit habe ich doch nichts zu tun. Das war doch schon vor mir da. Das ist der Zweite, der sich ständig einmischt. Das sind laute Behauptungen, die einfach, ich sage immer das schöne Wort, Axiome darstellen. Das sind Behauptungen, wo irgendwas in dir drin ist, das fest dran festhält, obwohl du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das ist immer der Unterschied zwischen den Ersten und den Zweiten. Und um das auch etwas persönlicher zu machen, gerade wie mit dem Sonnensystem, dass das auch eigentlich aus mir kommt, was ich so wunderbar finde, was ich jetzt dieses Jahr erfahren durfte, ist, das habe ich noch mit einer Kollegin drüber gesprochen, dass eigentlich alle Leute, die ich beerdigt habe, sage ich mal so, und wofür ich einen Text, eine Geschichte schreiben durfte, dass ich gemerkt habe, dass ich mit jeder Person, der gestorben ist, eine Facette von mir selbst integriert habe. Immer. Warten, das Bücherregal, die sind so wirklich Vereinfachungen von Vereinfachungen. Und ich kann da noch viel, viel genauer werden, in jeder Kleinigkeit. Was du feststellen wirst, dass alle Menschen, die du dir ausdenkst, dass das wirklich, das klingt jetzt sehr hart, Protagonisten in einer Geschichte sind, die von dir geschrieben werden. Du musst diese ganzen Leben jetzt immer wieder, wo ich sage, jetzt eine grobe Metapher, das sind die Bücher in einem Bücherregal, die musst alle du selbst leben. Du erlebst dich zurzeit als Matten und lebst alles in der Perspektive des Matten. Und jetzt kommen diese klassischen Christussprüche. Ich sage, es hat auch nie an Jesus gegeben, das ist ja auch nur ein Wissen. Du kannst dir an Jesus nur in die Vergangenheit denken, wenn du das auf deinen Schwamminhalt drauf hast. Immer dran denken, wenn ich sage, das Schwamminhalt, ich bin gezwungen, in deiner jetzigen Logik mit dir zu kommunizieren,
Wenn ich immer sage, wenn Windows mit einem Basic-Computer kommunizieren will, Windows kann das, aber es darf dann nur Basic sprechen. Mhm. Weil sonst ist gar Kommunikation möglich. Das heißt, die Schwierigkeit ist jetzt, dass ich immer nur auf Möglichkeiten, auf Ausdrucksmöglichkeiten zurückgreifen kann, die du verstehst. Darum sind auch viele Wörter, die ich jetzt bewusst benutze, wo ich weiß, die bedeuten was anderes, aber ich weiß, dein Programm macht diese Vorstellung draus. Ich will ja, dass du die Vorstellungen kriegst, die ich dir mitteilen will. Mhm. Das ist unendlich einfach, wenn du loslässt. Das ist die vielen Metaphern. Jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich eine raumzeitliche Geschichte machen im Blindfeld. Im Blindfeld danach, es sind ja immer dieselben. Ich sage, das sind immer so Hatterkan von 100, 150 Mann, die seit fast 20 Jahren das hören. Das ist immer wieder, mehr sind es ja nicht. Das sind ja ganz normale Brösel und die werden auch nie was verstehen können, weil Gedanken nichts verstehen können. Es ist aber ein Geist, der hinter dir wächst. Und die sind zu mir gekommen danach, fast alle, unheimlich viele, sagen, das war mit Abstand der beste Vortrag, den du je gehalten hast. Und das sei Blödsinn. Da ist vor allem bestimmt an die 15 Mann haben mich auf ein Beispiel angesprochen, wo ich das sage, wenn du jetzt ein Achsenkreuz nimmst, ich mache ganz kurz, weil ich das bestimmt auf 25 Vorträgen erzählt habe. Das ist ein Achsenkreuz. Ich mache jetzt das einmal für dich mit einem Stift nochmal. Mhm. Pass auf. Und jetzt bitte geh mit. Du musst jetzt aber räumlich denken können, obwohl es mir gar nicht um Räumlichkeit geht, wenn ich jetzt das für dich so hinhalte. Mhm. Okay, ich hoffe, jetzt weiß ich nicht, wie das mit der Spiegelung ist. Du denkst dir, der kleine Fingernagel, das wäre dein Bildschirm. Das ist deine Information, die du siehst. Mhm. Alles, was du siehst, muss hier und jetzt in dir eine Information, muss in deinem darstellenden Bewusstsein aufstehen. Du kannst jetzt etwas in die Vergangenheit hier denken. Jetzt tu mal einfach, ich mag es von mir aus gesehen. Das ist, ich weiß nicht, ob das bei dir rechts oder links ist, also auf dir aus gesehen, wenn du jetzt den Stift vor dich hinhältst, wäre das die linke Seite. Mhm. Du kannst dir was in die Vergangenheit denken und du kannst dir was in die Zukunft denken. Mhm. Aber wenn du es denkst, ist es hier. Richtig. Interessant ist, dass jetzt von dir aus gesehen die rechte Achse die Plusachse ist. Mhm. Stell dir das einfach vor. Und immer wenn du was in die Zukunft denkst, denkst du das hier. Und da ist dir, oder du kannst dir zumindest bewusst machen, Mann, dass das, was du jetzt denkst, was du dir in die Zukunft denkst, dass das mit dem Jetzt verbunden ist, weil du denkst das jetzt. Darum ist es die Plusachse. Mhm. Im Moment, wo du dir jetzt was in die Vergangenheit denkst, okay, meinst du, das war und das hat mit dem Jetzt nichts mehr zu tun, und darum ist es die Minusachse. Mhm. Wir haben halt zur Vergangenheit und Zukunft, die sich nur hier abspielen kann. Du denkst es dir woanders hin. Gut, jetzt pass auf, jetzt drehen wir, machen wir die erste 90-Grad-Drehung. Ich drehe das Ding von oben nach unten. Jetzt ist keine Vergangenheit mehr da und keine Zukunft mehr da. Wir haben aber immer noch ein woanders vom Hier und Jetzt. Das heißt, du kannst jetzt was hochrechnen. Jetzt haben wir dasselbe. Du rechnest das jetzt hoch, du denkst dir die Zukunft jetzt. Und die Vergangenheit ist ein Wissen, das du auf deinem Speicher hast, das du aus dem Speicher hochholst und hier zur Anschauung bringst. Das ist praktisch in der Einheit im Speicher jetzt. Du holst das nach oben. Du denkst es jetzt oder du denkst das, was du dir hochrechnest, was du auch jetzt denkst. Wir haben jetzt die Vergangenheit und die Zukunft aufgelöst, aber wir haben immer noch eine Trennung von dem absoluten Jetzt. Jetzt pass auf, jetzt machen wir die zweite 90-Grad-Drehung. Jetzt hast du nur noch den Punkt. Okay, und du denkst jetzt, du hast diesen klassischen Spiegeltunnel vor dir. Mhm. Weißt du, was ich meine? Die zwei Spiegel. Ja, richtig. Ich habe das zu Hause nachgebaut. Interessant. Jetzt hast du nur noch eine Tiefe. Du hast keine Vergangenheit mehr, keine Zukunft mehr. Du tust nichts mehr hochholen oder rechnest was hoch, sondern du hast nur noch was, wo du vor dich hinstellst. Du weißt ja, wenn du jetzt diesen Spiegeltunnel nimmst, dass das alles, was hinter dir ist, ist jetzt in dir drin, was du nur in Facetten vor dich hinstellst. Jetzt kommt der große Trick. Ich mache jetzt das ja nur zweidimensional. Ich mache mal die dritte, die Synthese. Du gehst jetzt aus diesem Punkt raus, erhebst dich über den Punkt und dann siehst du, wenn du von drauf schaust, nur das kleine Licht zwischen den zwei Spiegeln. Das eine Licht, ne? Und pass auf, das habe ich schon, es wird natürlich dann im Tetraeder, haben wir dann nur alle Richtungen, nicht nur, und das habe ich erklärt und dann kommen bestimmt von den ganzen Leuten, die hier begeistert sind, nochmal 15 Mann, selbst mein Redo, den ich wirklich intellektuell, keiner beschäftigt sich mehr mit den Worten und mit den Sprachen wie der seit vielen, vielen Jahren. Der sagte, das erste Mal wirklich das Licht aufgegangen. Das soll Redo, ich habe das bestimmt schon 20, 25 Mal.
Ich habe dann danach gesagt, ihr habt diese ganze, ich weiß, dass ihr all diese Selbstgespräche und Vorträge mehrere Male gehört habt. Wenn ihr jetzt die nochmal durchgeht, ich habe dieses Beispiel, wie ich es dir jetzt erklärt habe, genauso nahezu mit den Selbstworten, bestimmt 20, 25 Mal ist das auf Selbstgespräch. Und jetzt, weil ihr jetzt das erste Mal die Säule gehabt und glaubt, ihr habt es verstanden, es ist immer noch eine starke Vereinigung. Meint ihr, der Vortrag war viel besser wie ihr? Obwohl ich vor vielen Jahren komplett dasselbe Beispiel gebracht habe dabei. Jetzt natürlich wieder in die Vergangenheit gedacht. Es ja. ist der Vortrag so gut vor, weil ihr jetzt anfängt, diese einfachen Beispiele zu verstehen. Mhm. Durch dieses Heureka findet ihr den Vortrag gut und ich habe vor vielen Jahren komplett dasselbe erzählt. Da war schon alles drin, ne? Seid ihr nicht mitbekommen und darum empfindet ihr das nicht so gut. Und das, dass du jetzt merkst, dass es ums einfache Denken geht, was ich immer wieder bei Erklärungen mache, und das spreche ich jetzt in dem letzten, jetzt in dem neuen Vortrag an, das ist diese zwei Filter. Du hast ganz massiv in deinem Leben das eine, die Negativseite, das in dir ein Gefühl von, das verstehe ich nicht, das gibt's nicht, das ist unmöglich, auslöst, das symbolisiere ich mit einem Quadrat mit drei Strichen. Wobei ich sage, sobald du die Lösung siehst, hast du ein Heureka, du siehst plötzlich, dass es ein ganzer Haufen Lösungen gibt. Es stellt sich auch nochmal die Frage, welche davon richtiger ist, dass sich plötzlich Türen öffnen, die komplett verschlossen sind durch dieses Unmögliche. Ja. Und die andere Seite sind die vielen Sachen, auch bei dir noch in den alten Macken, wenn ich mir den denke. Ich blätter mal in unseren Selbstgesprächen zurück, das schöne Beispiel zwischen uns zwei, wo der Matten sagt, ich stehe da, meine zwei Söhne spielen im Garten mit dem Ball, und ein Ball läuft auf die Straße und ich sehe durch den Zaun, dass ein Auto kommt. Mein Kleiner läuft blind hinter dem Ball hier auf die Straße. Ich kann doch nicht einfach dastehen und zusehen hier auf die Straße. Mhm. Dann habe ich dir gesagt, Matten, du kannst es. Der Geist, den ich jetzt bringe, der kann das. Der Matten, die Figur kann das nicht. Die wird mit dem Mechanismus hinspringen, mit dem Kleinen zurückhalten. Mhm. Was auch vollkommen okay ist. Aber der Matten interessiert mich nicht, der den Kind nachredet. Mich interessiert dieser Teil, der das anschaut, der das erlebt. Den erzähle ich das. Ja, das ist auch, was ich meinte, als ich gerade gesprochen habe von der Arbeit und was dann auch im persönlichen Bereich, was dann jetzt passiert, wenn Leute wegfallen, ne? Dass ich einerseits noch feststellen kann, dass Trauer noch da ist, aber dass es gleich parallel dazu die Entsprechungen dazu auch langsam zu verstehen anfange und dass ich dann merke, wie das eigentlich einen Freiraum kreiert, wo man Möglichkeiten sieht, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat. Und um noch ein kleines Beispiel zu nennen, das war in den letzten Wochen für mich auch ganz wichtig. Ich habe als Kind von meiner Mutter eine silberne Kette bekommen. Und da war so ein kleiner silbernes Rechteck, hängt da dran, mit einem Löwe drauf. Und diese Woche wurde mir einfach bewusst, Silber, Metall des Mondes, der Löwe ist verbunden mit der Sonne. In meinem Programm war die Sonne, also das selbstständig leuchtende Licht, bis jetzt und noch immer noch gefangen im Bereich des Mondes. Und das muss natürlich auch sein, weil das ist mir alles im Sinn gekommen, also das Silberne, die Reflexion, dieses Rechteck, wenn die Sprache Spiegel. Groß wird, wächst es noch viel mehr. Es ist noch viel, viel mehr drin und alles, was du jetzt denkst mit einer einseitigen Logik, was du feststellen, du kannst es spiegeln und da gibt es nochmal ein Gegenteil dazu. Ja. Und darum sage ich immer, das wird immer ruhiger werden in dir, wenn du dich auf das konzentrierst, was ist. Du kannst spielen, du kannst neue Regeln erfinden. Ja. Was das Größte ist, ist die Liebe, die wirkliche Liebe. Und ich sage immer wieder, die Liebe zu dem Leben, das du lebst. Und Liebe ist mein schönes Beispiel, dass man nicht alles um den Hals fallen muss. Darum mache ich diese Simpson-Beispiele, die sind so tief, wenn du durch den Zoo gehst, wenn ich immer sage, du kannst all diese Kreaturen lieben, und dir wird gar nicht in den Sinn kommen, irgendeiner Kreatur vorzuwerfen, dass es so ist, wie sie ist. Mhm. Bis dann deine Logik sich einschaltet und es Trockennasen auf in dir auf. Richtig. Dann nörgelt man die will alles man dann rum, anders ne? haben. Und da kommt man ja auch dazu, zu der Spezies jetzt, ausgedachterweise. Ja, und darum ist es immer, ich betone, es ist nie mein Bestreben gewesen, das Leben, das du lebst, dass du das irgendwie veränderst. Die Veränderung, der Schauspieler, der auf der Bühne eine Rolle spielt, hat die Rolle zu spielen. Aber im Guten spielt und im Bösen spielt dabei keine Rolle. Er darf nur nicht vergessen, was er selbst ist.
Der Matten muss dem Kind hinterherrennen und es zurückhalten mit seinem Programm. Ein Mech-Ani muss. Aber der, der das erlebt, der kann sich fragen, warum mache ich das? Und dann wirst du ganz klar feststellen, da ist eine ganz klare Logik da, weil jeder einseitige Rechthaber wird dir immer ganz logisch erklären, was er glaubt und warum er das glaubt. Aber der Schwamminhalt ist komplett austauschbar. Das erfordert sehr, sehr viel Demut. Und jetzt ist das Hauptproblem, ist jetzt dieses materialistische Denken, das du in dir drin hast, dass natürlich nie was verkehrt läuft, dass ich zum Beispiel in einem der Bücher, da bringe ich so altes, eine alte Geschichte wieder ausgedacht von Bali, dieser andere Glaube. Wenn du Kinder von vornherein, wir denken uns jetzt eine Welt wie die unsere, so wie du dir Welt ausdenkst, mit allem, was dran ist. Das Einzige, was du von klein auf den Kindern erzählst, dass wenn einer stirbt, dass das nur eine Verwandlung ist, wie wenn du die Gebärmutter verlässt und in die Welt kommst oder aus der Schule rauskommst und ins Arbeitsleben kommst. Die Raube und der Schmetterling. Mhm. Dass wenn du von klein auf die Kinder so erziehst, und ich sage jetzt, wenn hier jemand stirbt, wird gefeiert, es war ja angeblich in Bali so, jetzt machen wir wieder jetzt eine Vergangenheit mit dem Wissen, dass hier gefeiert wurde, wenn einer gestorben ist, weil die Welt nur eine Übergangslösung ist und der hat es jetzt endlich geschafft. Der kommt auf die höhere Ebene und es wurde gefeiert wie eine Hochzeit. Wenn er verheiratet war, durfte der seine Frau mitnehmen. Was für ein Segen, die musste jetzt nicht noch lange da warten, sondern durfte mit dem Mann in die höhere Welt. Da hat keiner Angst davor gehabt. Die hat dann praktisch ein Schlafmittel gekriegt, ist eingeschlafen, wurde vergiftet. Das ist auch so, wenn man Sterbehilfe macht. Pass auf, Mann, ich sag mal, ich schüttel den Kopf, sag ich, die Leute, du siehst aus das Buch heraus, in den Medien, wenn du sagst, wenn eine leiden müssen, immer dran denkt, der Einzige, der den Traum erlebt, ist der Geist, der träumt. Es gibt nichts und niemanden, den du dir ausdenkst, der leiden kann. Er kann den Anschein machen in deinem Traum. Wenn du mitleidest, es ist immer dieses Apathie, Sympathie, Empathie. Das Apathie heißt Leid. Du wirst in keinem Wörterbuch in deiner Welt, ich habe bis jetzt so, zumindest dir keins auftauchen lassen, finden, dass Empathie, dieses Badi heißt plötzlich Mitgift. Nein, Badi bleibt Leid und es ist Leid. Aber das Vorsilbe M, Emos, kommt von Emos im Griechischen, das heißt mein Leid. Das heißt, in dem Moment, wo du empathisch reagierst auf irgendeine Information, leidest du. Man nennt es dann auch Sympathisieren, du leidest mit etwas mit. Aber das Erste, was dir klar sein sollte, und das klingt jetzt im ersten Moment sehr unlogisch und hart und lieblos, wenn du mit irgendjemandem mitleidest, egal wegen was, muss dir eins klar sein, dem, mit dem du mitleidest, geht es deswegen nicht besser. Das heißt, du vermehrst Leid in deinem Bewusstsein. Du fügst nämlich dein Mitleid noch diesem Leid hinzu. Das Leid wird dadurch nicht abgestellt, wenn du mit irgendjemandem mitleidest. Wenn du jetzt aber erkennst, dass eine Information als Ding an sich selbst gar nicht leiden kann, erkennst du die Sinnlosigkeit von Sympathie. Und jetzt kommt das Wort Empathie, das heißt nämlich mein Leid. Es ist immer mein Leid. Ich sage schon auf der körperlichen Ebene, wenn du Zahnschmerz hast, dein Zahn hat keine Schmerzen. Jetzt waren hier, das Geschichte muss ich da kurz erzählen, greift es nochmal an. Vor Ibiza waren auch welche dort geboren. Kann ich ganz nette Leute, ja Junge, und die ist natürlich Vollbrüche gedorben. Die da gedorben. Ich sage immer, pass auf, das Erste ist, du hast deine Rolle zu spielen. Ich fordere dich jetzt nicht auf, dass du Fleisch essen sollst, oder wenn einer Fleisch ist, dass er kein Fleisch ist, dass du Rolle zu spielen. Die lassen sich verändert. Muss ich aber fragen, warum. Da bin ich schon oft drauf eingegangen. Wenn du Leute hast, die jetzt kein Fleisch essen, dann wirst du feststellen, wenn du dich fragst, warum isst du keins, dann jeder erklärt dir aus einem anderen Grund. Aber die Gründe, die die erklären, sind niemals ihre Meinung, sondern Schwamminhalt. Und bei ihr war es eigentlich, weil sie nicht will, dass die Tiere leiden müssen. Da bin ich schon mal drauf eingegangen. Und jetzt ist ganz wichtig, prinzipiell alles, was du zu sehen bekommst, ist deine Information. Da haben wir zwei Hälften. Das ist ganz, jedes 13-Jährige kann das sofort überprüfen. Du kannst was denken, das ist feinstofflich, oder du kannst was sinnlich wahrnehmen. Ich mache immer ganz sorgfältig dann die VR-Brille. Jetzt der Udo ist ein sinnlich wahrgenommen, eigentlich nur ein Pixelmännchen, du hörst der Lautsprecherstimme. Das ist das, was 100%ig sicher ist. Das Konstrukt, das herkommt, das ist was ganz was anderes. Das ist nicht eine logische Erklärung, dass da irgendwo jetzt in Deutschland ein Udo sitzt vor einem Computer, die Internetverbindung da ist. Das kann sich aber nur einer denken, der dieses Wissen. Aber kannst du mir
würdest du mir bitte dann Folgendes nochmal erklären? Also die Sache, einer, lass den ich... Kurz, lass mich, okay, vergiss okay. dein Reden bitte nicht. Okay. Vielleicht erklärt sich das von selbst. Mhm. Das heißt, was du real, ich bleibe aber nur in der Optik, wir machen das ganz einfach, dass alles, was du jetzt glaubst, das unabhängig von dir da außen existiert, auch wenn du nicht dran denkst, das ist ja der Materialismus. Mhm. Das kannst du prinzipiell, wenn das in dem mesokosmischen Bereich liegt, auf deine Farbbrille holen. Das heißt, wenn du glaubst, da außen ist ein Eiffelturm, kannst du wie in einem Videospiel, kannst du den auf die Farbbrille holen. Das heißt, du wechselst von dem reinen Gedanken Eiffelturm, den du jetzt denkst, in eine sinnliche Wahrnehmung, was aber genau genommen bloß auch in dir drin ist. Da könnte ich jetzt dir zeigen, dass die Augen, dass der Ganze mit der Sprache, dass es wirklich ein Computerprogramm ist. Mhm. Du kannst aber zum Beispiel den Dumm zu Babel nicht auf deine VR-Brille holen, weil du ja glaubst, den gibt es da außen. Du wirst erst gar nicht anfangen, den zu materialisieren zu wollen. Du kannst das Kreuzfahrtschiff AIDA auf die VR-Brille holen, das sagt er bestimmt was, die AIDA-Schiffslinie. Du kannst aber hier die Arche Noah nicht auf die VR-Brille holen. Aber nur das macht dein Glaube. Das Programm bedingt, ne? Wenn du glaubst, dass Menschen fliegen können und Superkräfte haben wie der Superman, dann wird es in dir solche fliegende Menschen geben. Das würde dir aber nicht auffallen, weil dann wäre es ja für dich normal. Das ist das Verrückte. Okay? Und jetzt komme ich zu der zurück. Ich sage immer wieder, wenn jetzt eine hier streiten, und ich mache das ja nur, weil ich nicht will, dass die Tiere leiden müssen. Ich sage jetzt, pass auf, ich bleibe in deiner Logik. Du denkst dir jetzt in Deutschland 81 Millionen Menschen aus. Habe ich aus das Buch heraus. Ich habe es nicht gezählt. Wir bleiben einfach dieses Nachgeplappere. Wir haben Schriftzeichen aus das Buch heraus, aus dem Internet. Und wir machen Vorstellungen. Der Mensch bricht das zweite Gebot. Er ist so felsenfest davon überzeugt, dass er mit dem, was er sich jetzt ausdenkt, zu tun hat, weil das ist ja auch da außen, wenn er es nicht denkt. Ich sage, das ist logisch, aber nicht geistreich. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir diese Zuchtanstalt. Ich sage ja Hühnerfarm. Jetzt krass überzogen, 6000 Quadratmeter auf einen Quadratmeter 40 Hühner. Du kennst das aus der Zeitung heraus. Und wenn du jetzt drum gehst und du fragst die Menschen, hast du das schon mal mit eigenen Augen gesehen? Hast du schon mal drin gestanden? Hast du das gerochen? Dann wirst du feststellen, dass Promille von Promille das von sich behaupten können, dass die in ihrem Traum das realisiert auf der VR-Brille erlebt haben. Alle anderen können das nur vom Hören sagen, sind aber felsenfest davon überzeugt, dass das da außen ist. In dem Moment, wo du felsenfest davon überzeugt bist, kommen die dann und sagen, ja, du behauptest, es gibt es nicht, was ich ja gar nicht behaupte. Ich sage, es gibt, jetzt sind doch Hühnerfarmen da oder irgendwelche Zugfarmen da, als Gedanke. Du kannst, wenn du glaubst, es ist unabhängig von dir da außen, kannst du das auf die VR-Brille holen, weil die als Figur, als Avantgarde in einem Traum setzen wir uns ins Auto. Ich sage jetzt, ich werde dir beweisen, dass das gibt. Wir setzen uns in unseren Traum als Avatare ins Auto, ständig weg die Informationen, wir fahren dahin. Dann siehst du auf der VR-Brille, kriegst die, okay? Ich sage, was beweist jetzt das? Dann habe ich zu dir gesagt, pass auf, jetzt machen wir mal anders, ich beweise dir jetzt auch was. Wir setzen uns wieder ins Auto, wir fahren in ein Dorf, in eine alte Schmiede. Kann man auch materialisieren. Und dann gehen wir in die Schmiede rein und dann wirst du auf deiner VR-Brille einen riesengroßen Ampel sehen. Okay, kann man materialisieren, gibt es ja raus. Dann nimmst du hier deine ausgedachte linke Hand, die legst du auf den schweren Amboss drauf und dann gebe ich dir einen ganz, ganz schweren Schmiedeeiserhammer in die rechte Hand, deinen Avatar, kann man vollkommen realisieren. Dann schlägst du mit voller Wucht mit dem Schmiedeeiserhammer auf deine Hand, die auf dem Amboss drauf ist. Das kann man machen. Mach das. Würdest du das machen, sage ich dann zu ihr. Da sagt die zu mir, nee, bin doch nicht blöd, ich tue doch nicht selber weh. Ich sage, wieso willst du dann unbedingt deine Hühnerfarm materialisieren, die gar nicht da ist, wenn du nicht da bist? Das ist doch nichts anderes. Du klammerst dich an das Leid. Und wenn du mal begreifst, diese Verwandlung, wenn das von vornherein in deinen Schwamminhalt drin wäre, dass du ein Säugling nicht am Leben erhalten kannst. Du weißt, wie oft habe ich zu dir gesagt, erinnere dich mal, wie man den ersten Sohn in Anblick hat. Was ist von denen noch überaus ein Gedanke? Schon ein bisschen gewachsen. Du wirst dann immer wieder feststellen, dass die irgendwann einmal heimkommen mit Mädchen und dann sind sie verheiratet und dann bringen sie ihre Engel mit. Der das erlebt, du wirst immer noch derselbe Geist sein, der Geist, der mir jetzt zuhört. Ja. Dass du nichts, du kannst einen Gedanken nicht am Leben erhalten. Ein Gedanke löst sich schon auf, wenn du an anderen Gedanken denkst. Das ist das neue Ding.
Also ich kann mir mein Programm nicht raussuchen, aber ich habe die Freiheit, bestimmte Bilder zu materialisieren oder nicht. Also da gibt es eine gewisse Freiheit. Vergiss es. Ist schon eine Sackgasse. Du hast überhaupt keine Freiheit als Mann. Nicht die geringste. Ja, was du gerade sagtest, in Bezug zu dieser Frau, warum materialisierst du dir dann diese Hühnerfarm? Da hat sie also auch keine... Weil es auf Programm drauf ist. Okay, es geht aber nur darum, wie man darauf reagiert, ne? Der Sinn des Lebens ist, dass du dein Programm durchschaust, das du zurzeit in dir laufen hast. Das richtig, ist der Sinn des Lebens. Richtig, das ist nur den Führerscheinprüfungsbogen nennen. Freiheit hast du nicht einig. Das ist das allererste Thema vor über 20 Jahren, jetzt bewusst gedacht. Die ersten Holofeeling-Aussagen, die ich gemacht habe, waren, sagst du mal, du musst begreifen, dass du als der du zu sein glaubst, keine nicht die geringste Freiheit hast. Du hast weder die Freiheit, dass du dir jetzt rausgesucht hast, den Udo wieder mal anzuskypen, noch dass du jetzt hier irgendwann in einer Beerdigungsindustrie du gelandet bist. Das hättest du dir Jahre vorher nicht am geringsten vorstellen können. Das wenn passt du jetzt aber einfällt mit deiner Frau, wir können mal essen gehen, das muss dir einfallen. Mein Speisekartenbeispiel, wenn du eine Speisekarte in der Hand hast, löse dich von dem Wahn, dass du glaubst, du bestimmst, was du dir zum Essen bestellst. Mhm. Nichts, du bestimmst nichts. Wenn ich im Leben eines auftauche und der resoniert ganz leicht, auch wenn er wieder rausfällt, er wird immer wieder zurückkehren. Du hast keine Chance mehr. Das heißt definitiv, und das habe ich gesagt, du bist ein Auserwählter. Das ich ist nicht angebissen, Art, ne? Sondern der uns zwei jetzt ausdenkt. Ja, ja. Du bist ein Auserwählter und es wird nichts, was du denkst, wird überleben. Mhm. Deine Kinder nicht, du selber nicht, deine Frau nicht, die Sachen sind schon weg, wenn du nicht mehr dran denkst. Ja. Ich erkläre dir, was Ewigkeit ist. Und Ewigkeit kann nur von was verstanden werden, was selber ewig ist. Mhm. Und hinter den Masten zeigt sich das, wenn da irgendwie Gespräche sind durch Neugier. Und wenn keine Neugier ist, musst du das einfach demütig akzeptieren. Liebe die Sachen so, immer in Badenschaften, wo ich sage, da sind ja immer viele, jetzt muss ich wieder auf diese Ebene gehen. Wenn du wirklich Liebe lernen willst, dann liebe deine Frau oder Freundin noch, Frau eventuell. Liebe die so, wie sie ist und versuch sie nicht zu verändern. Lebe ihr die Liebe vor und dann wirst du feststellen, dass es sich verändert. Das sehe ich jetzt deswegen schon ein bisschen. Deswegen musst du kein Arschkriecher sein. Hm. Man kann durchaus am Mittelweg gehen, dass man die Meinung in anderen akzeptiert und umso mehr du merkst, dass das ja Figuren sind, die von dir selber ausgedacht werden. Das ist die Prüfung der Test. Warten, wenn ich immer dieselben Beispiele wiederhole, darum habe ich das gerade mit dem Achsenkreuz gerade gezeigt. Weil ich weiß, wenn dann eine Song jetzt erzählt, er wieder dasselbe. Ich erzähle das, wenn sich was in dir wiederholt, hast du den eigentlichen Kern, den ich dir damit mitteile, noch nicht verstanden. Und ich habe das eh schon so extrem vereinfacht. Und dann lege ich immer wieder eins zu. Dass jetzt hier das Selbstgespräch, wenn du schon angehört hast, diesen Vortrag, den ersten Teil. Habe ich, ja. Das ist ganz wichtig. Du hörst jetzt Geräusche, der die Geräusche hört. Du hörst jetzt Geräusche, der die Geräusche hört. Das ist der Einzige, der mich interessiert. Diese Geräusche waren in Maßsetzung deines jetzigen Intellekts, deines Schwamminhalts, deines Programms, das du zum Denken benutzt, das ich dir gegeben habe. Wird Vorstellungen in dir erzeugen. Aber jetzt ist ganz wichtig, was für Vorstellungen du, Geist, zu sehen bekommst, hängt also davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst. Jetzt in diesem Moment. Mhm. Und nicht nur das, es hängt auch davon ab, auf welcher Seite deines Buches du bist. Jetzt pass auf, ich springe mal auf Fiegenstall. Das war, glaube ich, der Vortrag, wo du dabei warst. In 2015. Wir denken uns jetzt einen Saal aus, da ist der Udo und da sind 200 Mann drin. Das war ein Fiegenstall. Mhm. Und ich mache jetzt folgende Geräusche. Es ist jetzt wurscht, ob die aus dem Mund vom Udo rauskommen oder aus einem Lautsprecher rauskommen. Schließe mal deine Augen. Dann wirst du feststellen, dass diese Worte, schließe mal deine Augen, mit 200 verschiedenen Programmen, wenn die 200 Programme diesen einen Geist, je nachdem mit welchem Programm er arbeitet, dann einen ganz bestimmten Körper denken lassen, das ist sein Körper. Und er wird von diesem Körper die Augen zumachen. Wenn da 200 Mann drin sind, da fühlt sich jeder angesprochen. Mhm. Jetzt sag, schließ deine Augen und jetzt stell dir vor, du bist bei dir daheim in der Küche und du stehst vor dem Kühlschrank. Dann sage ich, dann werden in 200 verschiedenen Köpfen 200 verschiedene Kühlschrankbilder auftauchen. Außer sind Ehepaare da, die schauen denselben Kühlschrank an. Im Kopf. Mhm. Aber ich gehe einen Schritt weiter. Ich habe noch gesagt, es hängt auch davon ab, auf welcher Seite du in deinem Lebensbuch bist.
Jetzt muss dir das klar sein, wenn du das Buch in der Hand hast, das Programm, dass die ganzen Seiten gleichzeitig da sind. Aber du bist halt auf der Seite 7, bist du ein 7-Jähriger und auf der Seite 20 bist du ein 20-Jähriger. Du wirst jetzt feststellen, dass dieses Beispiel schon wieder ungenau ist, weil die Seite bestimmt jetzt, welchen Kühlschrank du siehst, weil der Kühlschrank bei deinen Eltern und der Kühlschrank, ich sage immer wieder, jetzt in deiner Wohnung, der vielleicht, wenn du älter wirst und umziehst, nochmal ein anderer Kühlschrank ist. Mhm. Darum sage ich, es hängt davon ab, wer du zu sein glaubst. Und auf welcher Seite du dich befindest. Das bestimmen die Bilder. Wenn ich jetzt das Wort Sexualität und Zungenkuss bricht, wird auf der Seite 8 dasselbe Programm anders reagieren wie auf der Seite 18. Mhm. Merkst du, wie komplex? Ich habe das ja alles weglassen und es geht noch unendlich weiter und es ist alles noch basic. Das sind alles Sachen, die du mit deiner Logik mir folgen kannst. Es ist kein esoterisches Geschwätz. Mir redet nicht, es geht hier gar nicht darum, ob das richtig oder verkehrt ist. Geh meine Gedankengänge mit und wenn du die zwei Filter, dieses Unmöglich und all den Scheiß, den du als hundertprozentig sicheres anziehst, und alles, was deiner Logik widerspricht, du auch sofort rausfilterst. Wenn du das einmal komplett wegmachst, du hörst einfach zu wie ein Kind. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann wirst du feststellen, dass ich nur beschreibe, was in dir selber abläuft, was du sofort überprüfen kannst. Die Frage, ob das stimmt, stellt sich überhaupt nicht. Mhm. Weil ich von dem etwas ist, das kann kein Mensch mehr. Die sehen zu 99% ihre intellektuellen Vorstellungen, die nur mit Wissen logische Konstrukte aufgebaut werden, die du gar nicht aufbauen kannst, wenn du in deinem Schwamminhalt das Wissen nicht drin hast. Mhm. Das ist die komplette Religionsgeschichte ist weg, die Philosophiegeschichte ist vom Tisch und die Naturwissenschaft sowieso. Wenn wir Vorlesungen in Philosophie anhören, da bist du ja auch drin gehängt. Jeder deiner Lehrer erzählt dir, was Platon gedacht hat, was Sokrates gesagt hat, was der und der gesagt hat. Ja, woher wissen die das? Aus das Buch heraus. Ne? Aus das Buch heraus. Von ihren Lehrern, die haben das Buch heraus. Dieses Vorher ist so eine trügerische Falle. Jetzt denk wieder an mein Achsenkreuz. Es gibt kein Vorher. Alles, was du dir in die Vergangenheit denkst, hängt von deinem Intellekt ab. Und wo du das her hast, es gibt keine Möglichkeit, es zu überprüfen. Es erfordert blinden, dogmatischen Glauben. Holo-Feeling beschäftigt sich mit dem, was jetzt sofort überprüft werden kann. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel träumst, Martin, und du sagst jetzt bewusst, ich bin in einem Traum. Und ich träume im Traum, ich kann nicht schlafen. Im Traum, ich, dieses Ich, das du zu sein glaubst, in deinem Traum, schläft schlecht, kann nicht schlafen. Du stehst auf, setzt dich an den Computer, gehst ins Internet und surfst da, wenn im Internet. Das ist die große Frage. Du hast ja einen Zugriff auf unendlich viele Internetseiten. Du musst natürlich nur die anwählen, wo dich interessieren oder durch Zufall welche ansteuern. Wo kommen die ganzen Internetseiten her? Irgendwo von dem Internet da außen. Ich sage, es gibt kein Außernet. Es heißt Internet. Internet ist nur ein anderer Begriff für Gott. Ein unendlicher Pool von Möglichkeiten, die du an der Oberfläche als Vorstellung aufbauen kannst oder auf der Feuerbrille. Das ist in dir drin. Ich erkläre dir nicht, wie genial der Udo ist. Das ist ein Gedanke von dir. Wie genial muss der Geist sein, der sich so ausdenkt und dann mal, wenn du mal begreifst, wer du bist. Das ist meine Botschaft. Alle großen Menschen, die du dir ausdenkst, das sind Märchenfiguren. Da kann man auch sehr viel lernen, aber du wirst merken, den kann, den ich dir erzählt, der ist komplett, der fällt bei allen. Das ist oft sehr nah dran, aber ein bisschen schwanger gibt es nicht. Das ist die große Eigenart. Das hast du entweder verstanden oder nicht. Und oberflächlich in der Matten lebt, das ist maßgeschneidert, glaube es mir, da wo ich dich hinführe, die Erfahrungen, die du jetzt machst, bei aller Bescheidenheit, ich hätte dir das schon sagen können, wie du das erste Mal in Fiegenstall mich in den Amt machst. Ich habe da so meine Möglichkeiten. Hab Vertrauen, du hast gerade ein paar Mal was ganz Wichtiges gesagt. Du gehst weg vom Intellekt und du setzt mehr auf Vertrauen. Ich sage immer, der alte Gangster wird sich da oben wird sich dabei was gedacht haben. Und wer bin ich, um da jetzt dran zu zweifeln? Ne? Und du wirst immer wieder leiden, wenn das der Zweifel hochkommt, dann leidest du. Und wenn du jetzt dann auch bei Zeiten noch dran arbeitest, dass, ob das Kinder, Familie ist, dass Gedanken einfach Informationen nicht für die Ewigkeit geschaffen sind. Wellen sind nicht für die Ewigkeit geschaffen. Die werden sich immer wieder wiederholen, aber jedes Mal vollkommen neu sein. Du bist dein ganzes Leben lang immer derselbe Geist. Aber von Augenblick zu Augenblick eine andere Information.
zwangsläufig auch ein anderer Matten, wenn du an das denkst, was du ein Leben lang gesagt hast, das bin ich und alles andere bin ich nicht. Ja. Der Sprung ist, die Bewusstseinssprung ist, dass du veränderst dieses Festhalten, dass du ganz gezielt sagst, ich bin der Matten, alles andere bin ich nicht, dass dein Körper, der ja auch der Veränderung unterliegt, natürlich immer, du kannst dich als Säugling denken, du kannst dich als Zehnjährigen denken, du kannst es immer nur hier und jetzt aufbauen. Mhm. Dass du plötzlich erkennst, mein Körper ist meine Traumwelt. Ja. Mein Körper ist, das bedeutet Holofeeling. Und das ist jetzt musst du alleine werden, weil du feststellen wirst, das ist was ganz was Intimes. Ich sage das ganz gezielt. Da können jetzt Brösel in dir auftauchen, Holofeeling, wenn du dort zusammen bist, diese Eigenordmatt, da kann man sich dann auf der Brösel-Ebene austauschen, aber nur im vollen Bewusstsein, dass auf dieser Ebene, wo du dich austauschst, diese Gedanken das niemals verstehen können. Es ist nur plötzlich hinter den verschiedenen Rollen ein und derselbe Leser. Da beginnt man zu ahnen, dass das nur andere Bücher sind, die aber vom selben Geist gelesen werden. Ja, der Geist ist Funke. Es gibt nur einen Geist. Und der Geist ist Funke. Ist nur ein Geist, der zurzeit in einem einzigen, in einer Rolle feststeckt. Ja, das wirkliche Geheimnis erlebt man nur im stillen Kämmerlein, ne? Das ist intim. Das ist nur für den, der uns zwei jetzt ausdenkt. Das kann der Uwe nicht verstanden haben und der Matten wird es auch nie verstehen, weil vom ewigen Leben. Mhm. Und du kannst an der vergänglichen Erscheinung nicht erklären, was ewiges Leben ist. Ich könnte sagen, das war jetzt Blindfeld, du hast ihn angehört, hör ihn dir nochmal an. Du kannst den Gedanken von dir nicht erklären, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn denkst. Ersetze für Gedanken die momentane Information. Du kannst es dem Matten nicht erklären, das ist ja auch nur ein Gedanke. Mhm. Du kannst deinen Händen nicht erklären, dass du derjenige bist, der sie in Bewegung setzt. Das sind Gedanken. Aber musst du wagen. Jetzt fällt mir dieser Gedankenkomplex wieder ein und wenn ich jetzt unser Gespräch wieder zurückhöre, dann stelle ich wahrscheinlich fest, dass ich da unbewusst war und dass die Antwort schon drin war. Kleinen Moment, ich muss schon die Tür auf. Okay. Jetzt. Da habe ich bestimmt schon mal gefragt und bin wieder voll abgerutscht. Aber, also okay, Gedanken von mir kann ich nichts erklären, ich spüre nichts. Wie verhält sich das zu dem Beispiel, das du öfters gebracht hast von diesem Hotelzimmer, wo mehrere Computer an diesem Zentralrechner angeschlossen sind? Der Zentralrechner, pass auf, das ist jetzt der Zentralrechner. Jetzt passiert Folgendes, die Zimmer symbolisieren die Bücher. Mhm. Und der Zentralrechner ist das Bücherregal. Und jetzt mache ich eine moderne, das habe ich immer im Hinterkopf, dass mir statt ein Bücherregal, diese Bücher, die leben, das ist eigentlich ein anderer Begriff, es ist eine Videospiel-DVD mit einer extrem komplexen Welt, in der unendlich viele KIs eingebettet sind. Mhm. Okay? Und jedes dieser Bücher ist eigentlich innerhalb dieser DVD, ist ein Protagonist, eine KI. Und sobald du ein Buch nimmst, selektier mir diese KI und die wird praktisch zum Spieler, der dann seine Welt in seinem Zimmer auf seinem Bildschirm verwirklicht. Kannst du es folgen? Mhm. Du kannst niemals auf dieser Ebene in ein anderes Zimmer schauen. Du kannst selbstverständlich dir ein anderes Zimmer denken, aber das ist ja dann nur eine Vorstellung auf der Leinwand in deinem Zimmer. Das ist nicht das andere Zimmer. Nee, nee. Und das ist ganz, darum sage ich immer auch mein Videobeamer-Beispiel. Mhm. Das, was du siehst, ist nur das, was auf der Leinwand ist, Matt. Das heißt, du kannst dir natürlich auf der Leinwand einen Videobeamer vorstellen und dann kannst du auf der Leinwand auch die Lampe in einem Videobeamer anschauen. Das ist aber nicht die Lampe in dem Videobeamer, das auf die Leinwand projiziert. Richtig. Das ist der Bereich, wo du, es kann gewusst werden, du kannst wissen, was du bist. Es gibt keine Möglichkeit, dass du an dich denkst, ohne dich zu einem Gedanken von dir selbst zu machen. Und damit packst du dich zu einer Facette von dir selbst. Und wenn ich der Udo aus der Matenperspektive leiblich begegnen würde und ich würde den Udo mit dem Hammer auf der Hand schlagen, da hat das für mich den Anschein, das tut ihm weh. Pass auf,
Beispiel Martin, gleich von vornherein. Es wird für dich immer so sein, jetzt gehe ich wieder in den Anfang rein, wenn du jetzt in dem Vortrag drin sitzt, als Person, die du zu sein glaubst. Das sind vor 20 Jahren, habe ich das schon gesagt. Und du hörst jetzt den Udo, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint. Ich drücke mich jetzt sehr präzise aus. Sinnlich wahrgenommen, der eigentlich nur auf deiner VR-Brille ist. Und du hörst jetzt den Udo und um dich herum sitzen vollkommen real, sinnlich wahrgenommen Menschen, die natürlich in dem Moment in dir drin sind, eine Information sind. Du hast den Eindruck, dass die den Udo auch hören. Dann wird es für dich so scheinen, dass die den hören. Der Witz ist, wenn du einen fragst jetzt im Saal, die neben dir, hörst du den Udo da vorne auch? Dann wird der Song selbstverständlich, weil der letztendlich das sagt, was du im tiefsten Innern glaubst. Und wenn du jetzt glaubst, dass deine, wo waren jetzt die ganze Zeit deine Söhne? Die waren nicht da, das waren nicht gedachte Gedanken. Jetzt pass auf, Martin. Der Sinn ist, dass du deine Logik durchschaust und jetzt nichts verändern wird. Jetzt schau ganz tief in dich rein und beantworte dir die Frage, glaube ich noch, dass meine Söhne auch dann da außen rumlaufen, wenn ich nicht an sie denke? Du sollst jetzt nur schauen, was du glaubst. Du sollst dir diesen Glauben bewusst machen. Dann glaubst du zwangsläufig, dass deine Söhne in der Zeit, wo du sie nicht denkst, dass die da außen was erleben. Ja. Zwangsläufig sorge ich dafür, weil ich deinen Glauben verwirkliche, dass die Söhne, wenn die hier und jetzt wieder in dir auftauchen, dass die komplett auf dich den Eindruck machen, dass die da außen was erlebt haben, während du sie nicht gedacht hast. Aber die Ursache ist nicht, dass diese Gedanken was erlebt hätten, sondern weil du das glaubst. Ich verwirkliche deinen Glauben. Richtig, und da habe ich mich bisher aufgehängt in dem Sinne, dass ich immer gestolpert bin, als ich gedacht habe, die sind eigentlich gar nicht da gewesen, die waren in der Einheit. Dann hat mich das irgendwie, dadurch habe ich mich nicht in deren Leben ich spreche nicht mehr so viel Deutsch, da geht es ein bisschen holpriger. Lass ich es so sagen, mit diesem neuen Modell habe ich Schwierigkeiten gehabt damit, nämlich, dass ich mich losgelöst habe. Aber jetzt, das ist mir gerade im Sinn gekommen, mit diesem neuen Erklärungsmodell, wenn es sich verwirklicht, man kann sich immer noch in diesem Leben also reinsteigen. Es geht nicht ums Verändern, es geht ums Verstehen. Ja. Es ist jeder Moment, der auftaucht, ist sinnvoll, dass du lernst, das Geist lernt. Mein geistliches Lernen ist was ganz was anderes, wie das Abspeichern von sinnlosen Daten, von Variationen und das ständige Urteilen in richtig und verkehrt und schön und hässlich. Ich führe dich in einen ganz anderen Bereich. Da musst du einfach zuerst akzeptieren, so wenig wie ein Säugling irgendwas wissen kann, was ein Schulkind erlebt. Das Schulkind sagt, der Kleine ist ja noch so dumm, der macht ja noch in die Windel, der Sechsjährige. Ich lerne ja schon lesen und schreiben. Aber was versteht er von den Problemen eines Pubertierenden mit 14, 15? Du kannst immer nur jetzt innerhalb dieser Metapher von oben nach unten sehen, aber nicht von unten nach oben. Und du wirst lächeln über dich. Wir denken jetzt mal in dem Buch, wenn wir vorblättern, wenn ich jetzt sage, du bist auf der Seite 50, 60, du wirst jetzt wundern, das geht so peu à peu, dass du über alles lächelst, was jetzt doch relative Fragenzeichen auslöst mit einer Logik. Das ist diese Bewusstseinskurve, wo ich im Bleinfeld-Vortrag angesprochen habe. Die rein arithmetisch übrigens so interessant ist, ist genau dieselbe Kurve, zeige ich dir in Physikbüchern, dass also hier vor dem 50., 60. Lebensjahr ist dasselbe Bewusstsein da wie mit 20. Das läuft ganz flach und dann explodiert es, geht es in die Transversale, wo ich dir gerade gesagt habe, dass Raum und Zeit sich auflöst. Das jetzt intellektuell in dir schon drin ist, aber es wirkt halt im Alter auch noch ganz, ganz extrem, weil du noch viel zu lernen hast. Und es ist gut so, mach es. Wenn du was mit Freude, wenn du was mit Beruf, aus einer Berufung heraus tust, dass du dich jetzt da findest in deinem Job, du kannst so viel geben. Das Leben ist ganz anders, wie du dir das vorstellst. Ich habe noch Großes mit dir vor. Ich mache mal was Unlogisches, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe. Ende Gespräch, alles ist gesagt. Genau so ist es. Tschüss. Es ist immer alles gesagt, Mann. Ja. Ich wünsch dir noch viel Glück, das du sowieso hast, aber du hast es in der Hand. Du hast es wirklich in der Hand. Umso mehr du dich immer wieder in diese Demo zurückholst, dass du einfach nur schaust, was ist jetzt da. Das ist der Schlüssel. Ja. Du wirst immer mehr merken, dass weit über 99% von den Informationen, die du zu sehen bekommst, bauen auf deiner Logik, sind reine logische Konstrukte. Und diese Logik kannst du erweitern. Ich sage immer wieder, die Verbesserung bisher war, die Krankheit muss weg, ich will nur gesund sein, der Krieg muss weg, wir wollen nur Frieden. Ich habe gesagt, das ist Blödsinn, nur Frieden wird alles kaputt gehen. Das ist ja
Leben ist ständige Gestaltveränderung. Wer will denn einen Säugling am Leben erhalten? Weißt du, das Leben, das du am Leben erhalten willst, hat nichts damit zu tun, dass ich einen ausgedachten Körper so erhalte, wie er ist. Es ist in meiner göttlichen Schöpfung nichts Ausgedachtes für die Ewigkeit. Das heißt, diese Trockennasenaffen, das heliozentrische Weltbild, werden genauso vergehen wie die angeblichen Dinosaurier, die man uns jetzt in die Vergangenheit legt. Das, was ewig ist, ist was ganz was anderes. Das geht es, das bist du selbst. Das, was... Wünsch dir was. Tschüss.